Irgendwie war früher alles einfacher in Düsseldorf. Die Fortuna hatte ihren König Alex, der hatte das Sagen und Zoff gab's fast ausschließlich zwischen Trainer und Präsident. Doch seit neuestem ist alles anders. Man pflegt die Streitkultur am Rhein und hat dabei scheinbar ein neues Vorbild gefunden. Bajuwarische Verhältnisse gibt es zu bestaunen unter Trainer Vojtovic. Man sucht anscheinend die Nähe zu den Großen dieser Zunft. Ich würde mit den Bayern gerne tauschen. Wenn ich von denen die gesamten Vorteile übernehmen könnte, da würde ich das Tamtam auch gerne in Kauf nehmen. Bayernzoff, der Exportschlager im Rheinstadion. Da gibt es Wortgefechte zwischen Fach und Winkhold, wie sie manches Mannsbild nicht besser hätte führen können. Da regnet es Geldstrafen für abfällige Gesten und Disco-Ausflüge. Die Spieler zeigen Launen wie ihre großen Vorbilder. Carlo Werner wurde für sein Ideal vom aufmüpfigen Profi gar gefeuert. Wer nicht trainieren will, kommt höchstens als Poster ins Stadionheft, nicht allerdings auf den Düsseldorfer Rasen. Ich habe gesehen, vor allem die letzten Trainingseinheiten, die letzten Wochen auch, wie er sich draußen auch gegeben hat und auch vor allem sportlich, auch auf dem Spielfeld, dass ich zu so einer Entscheidung kommen musste. Die Fans verstehen die Welt nicht mehr. Für sein Streben nach bayerischer Vollkommenheit behalten sie ihn wenigstens als Unsterblichen in Erinnerung. Die bayerische Woche bei Fortuna hatte durchaus ihren Sinn. Schon früh wurde deutlich, dass Düsseldorf mit allen Mitteln siegen wollte, wenn auch zunächst mit irregulären durch Jörg Bach. Doch auch wenn dieses Tor zu Recht nicht gegeben wurde, es schien, als spielten die Fortunen mit Rückenwind aus Richtung München. Selbst Präsident Hauswald konnte sich wenigstens ein bisschen kaiserlich fühlen. Denn nach gut einer halben Stunde beendete Harald Kartemann eine schwarze Serie von 271 torlosen Minuten. Ein Treffer, der den Düsseldorfer Sieg einleitete und Trainer Vojtovic einen Kommentar von geradezu kaiserlichem Niveau entlockte. Wir wollten heute gewinnen und wir haben gewonnen und wir freuen uns, dass wir gewonnen haben. Dass es nach einem guten Spiel für Düsseldorf dann auch noch ein guter Sieg wurde, ist allein dem Optimismus Thomas Seligers zu verdanken. Wer im Ernst hätte geglaubt, dass solch ein Schuss erfolgreich sein könnte? St. Paulis Torwart Tom Forde jedenfalls glaubte es nicht. Nicht nur er wird diesen Treffer sicher in Erinnerung behalten. Ich habe also schon einige Tore in meiner Karriere geschossen, aber von so einer Entfernung habe ich also weiß Gott noch kein Tor erzielt. Zu guter Letzt half St. Pauli auch noch mit, als schon längst alles klar war mit dem ersten Düsseldorfer Sieg nach drei Niederlagen. Dem abgepfiffenen Handspiel von Trulsen folgte der emotionale Ausbruch, jäh gebremst durch die gelb-rote Karte von Schiri Krug. Der 2:0-Sieg gegen den Konkurrenten St. Pauli für Trainer Vojtovic in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wertvoll. Das war wirklich ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Wir haben es gewonnen, jetzt ist mir auch alles egal, wie das gerechnet wird oder sonst was. Ja. Ich denke einfach mal, wenn man drei Spiele Folge verliert, dass dann schon so ein bisschen Unfrieden in die Mannschaft reinkommt und dass man dann natürlich alles tut, um da wieder rauszukommen. Und man ist absolut nicht glücklich über drei Niederlagen und man kann sowas eigentlich nur beheben, indem man Erfolg hat. Und das haben wir heute gemacht und ich hoffe, dass uns das Auftrieb gibt für die weiteren Spiele. Das bayerische Zwischenspiel am Rhein hatte also seinen Erfolg und die Kopie ist kein Deutsch schlechter als ihr Original. So trennen Fortuna Düsseldorf und den FC Bayern jetzt scheinbar nur noch 14 Plätze in der Tabelle. Und da sitzt Holger Fach von Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich glaube, Sie sind, glaube ich, schon fast pensionsberechtigt beim WDR, so oft, wie Sie schon hier waren. Aber es gibt auch immer was Neues. Zum Beispiel, dass Sie als Spieler, Co-Trainer zu 1860 gehen. Ja, so ist es nicht ganz. Ich werde noch ein Jahr oder zwei spielen. Es hat mich gewundert, dass ich in meinem Alter, ich werde fast 35, überhaupt noch mal die Möglichkeit habe zu wechseln und werde danach zwei Jahre Co-Trainer sein in München. Die Sache ist klar und ich werde Ende der Saison gehen. Da fragt sich der kleine Fritz, wie kann denn das? Sie sind mit der Maßgabe nach Düsseldorf gegangen, da fast schon einen Rentenvertrag zu haben, auch da im Management oder im Trainerbereich zu arbeiten. Wie kommt der Sinneswandel zustande? Der Rentenvertrag ist nicht ganz richtig. Ich habe mich hier verpflichtet in Düsseldorf und auch nur für zwei Jahre. Da kann man also auch nicht von Rentenvertrag sprechen. Und ich habe nicht groß verhandelt, sondern wollte dem Verein helfen. Ich glaube, dass ich bis jetzt auch die Erwartungen erfüllt habe. Ich habe bis jetzt ganz gut gespielt
Und danach sollte ich eigentlich auch das Gleiche machen wie dann auch in München. Das hatte man mir auch in Gladbach angeboten, wenn ich da geblieben wäre. Scheinbar haben die Leute auch ein bisschen Vertrauen in meine Person und glauben schon, dass ich die Sache machen kann. Und wir werden dann mal sehen, wie es läuft, wenn ich wirklich aufhöre. Mal sehen, wie es läuft. Sie kennen Werner Lorand, ja? Ja, aber auch nicht besser als viele andere Leute auch. Ich war auch relativ überrascht, dass er gerade mich ansprach. Eben aus dem Grund, weil normalerweise Leute zum Co-Trainer gemacht werden, die unter den jeweiligen Trainern trainiert haben oder die vielleicht mit diesen Trainern gespielt haben. Und wir haben eigentlich immer nur gegeneinander gespielt und dann meistens immer böse getreten, als er noch gespielt hat. Das ist ja fast 10 Jahre, 15 Jahre her. Und da habe ich mich schon ein bisschen überrascht, hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich nehme an, er wird sich die ein oder andere Erkundigung eingeholt haben und die ist vielleicht nicht so schlecht ausgefallen. Vielleicht kann man Ihnen da einfach nur gratulieren, aber es gab auch schon Stimmen in der Mannschaft, André Winkel zum Beispiel, die gesagt haben, was sagt der Fach das jetzt in dieser Situation, wo wir unten drin stehen? Wir haben genug Probleme, zum Beispiel das Absetzen von Carlo Werner als Kapitän und Spieler. Was sagen Sie dazu? Ja, ich müsste jetzt eigentlich wieder 2-3 Wochen zurückgehen. Das möchte ich eigentlich nicht, weil ich glaube, wir haben diese Probleme bewältigt. Ja. Was sagt die Mannschaft dazu? Ist es okay, so wie es gelaufen ist? Ja, es war eine ganz offene Sache. Ich habe vorher alle informiert. Ich habe unseren Vorstand gefragt, ob ich verhandeln darf und die haben ja gesagt. Und das wusste der andere nicht. Der kannte den Hintergrund nicht und ist dann einem Journalisten halt ein bisschen ins offene Messer gelaufen, so wie ihr Journalisten das gerne macht. Vielen Dank. Da macht man dann eine schöne Geschichte draus und sonst gibt es da in der Mannschaft überhaupt kein Problem. Ja. Ich glaube, dass doch einige das bedauern, dass ich weggehe. Ich komme nochmal auf Carlo Werner. Ja? Die Entscheidung ist auch voll von der Mannschaft getragen? Sicherlich hat man immer einzelne, also verschiedene Meinungen, wenn 25 Leute zusammenarbeiten. Es ist ganz klar, dass nicht jeder einer Meinung ist, das ist normal, aber ich glaube, dass der überwältigende Teil der Mannschaft diese Entscheidung nachvollziehen kann. Ich für meine Person, und das habe ich in der letzten Woche schon gesagt, wie auch der Georg Koch, wir sind immer die am meisten gefragt werden, der hat das Gleiche geäußert und ich glaube, dass der Rudi da den richtigen Schritt getan hat. Aber man muss ganz ehrlich sagen, für diesen Schritt ist nicht der Trainer und nicht der Vorstand verantwortlich, für den Schritt ist der Carlo ganz alleine verantwortlich.